Indien. Warum bin ich so müde davon? Ich denke an die Augen der Bettler, die Augen der Straßenkinder, der Rikscha-Fahrer, der Männer in den Shops. Hundeaugen, denke ich, bettelnde Hundeaugen. Hilf mir, bitte gib mir etwas, etwas mehr. Aber nicht nur die Ärmsten haben diese Augen. Nein, ich sehe sie auch in den Gesichtern der Reichen, der Entscheidungsträger, der Führungspersönlichkeiten. Bitte, bitte versteh doch. Bitte hilf. Bitte gib mir etwas mehr. Lassen unsere Kinder fasten, während wir uns mit unserer Güte brüsten, obwohl wir es besser wissen müssten. Wir vermeiden die Blicke der Hundeaugen, die an unserem Gewissen saugen. Wir wenden uns ab zum U-Bahn-Fenster, dort spiegeln sich die Gespenster. Berliner Tafel. Obdachlose erhalten Reste von den Top-Restaurants der Stadt. Und dies ist scheinbar eine tolle Aktion, aber je mehr das Sozialsystem abgebaut wird, umso wichtiger werden solche Hilfsprojekte. Erhalten Sie mehr Präsenz in den Medien. Und das soziale Netz wird ersetzt durch die Wohltätigkeit der Reichen. VIP-Veranstaltungen zeigen Prominente, wie sie Süßigkeiten verteilen an die Armen. Diese müssen Hundeaugen machen dafür. Hilf mir, bitte gib mir etwas mehr. Bitte hilf. Lassen unsere Kinder fasten, während wir uns mit unserer Güte brüsten, obwohl wir es besser wissen müssten. Wir vermeiden die Blicke der Hundeaugen, die an unserem Gewissen saugen. Wir wenden uns ab zum U-Bahn-Fenster, dort spiegeln sich die Gespenster.